Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seht schon, das ist nicht mein Roller. Ich werde heute Alex' Roller ausprobieren. Das Interessante an seinem Roller ist tatsächlich nicht nur, dass er einen relativ leichten Roller hat, sondern er hat einfach hier einfach richtig fette Packs. Zwei vorne und auch zwei hinten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das sich fahren lässt. Vorne Packs, hinten Packs. Ich finde das richtig geil. Da freuen sich auch bestimmt die ganzen Sweeter unter euch auf dieses Video, wie ich hier absolut mit diesen Packs hier grinden werde. Wir sind hier gerade draußen hier vor der Halle. Wir gehen auch noch gleich rein. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen draußen fahren. Viel kann man hier tatsächlich nicht machen mit der Street Section hier, aber ich werde auf jeden Fall drin richtig geile Tricks machen, da ich Bock drauf. Also Leute, ihr wisst ja, was zu tun ist. Erster Link in der Videobeschreibung für die Online-Kurse, einfach mal abchecken und natürlich auch abonnieren. Ihr wisst ja, was zu tun ist, aber jetzt fahren wir erstmal diesen Roller. Also ich bin euch ehrlich, ich glaube, ich werde direkt hier rausgehen, beziehungsweise wieder reingehen, weil drin kann man mehr machen. Hier jetzt mit das, was ich jetzt vorhabe, nicht so viel, außer hier vielleicht an der Quarter. Deswegen zeige ich euch einfach mal so ein paar Stalls und so, halt die üblichen Sachen. Aber ich bin den Roller auch mit Packs noch gar nicht gefahren. Ich versuche mal so ein paar Ice-Pick-Stalls, Disaster-Stalls, habe ich auch Bock drauf. Boah, Ice-Pick, ja, wer bockt auf jeden Fall, ach du Kacke. Also die Packs kann man auf jeden Fall sehr gut auseinandernehmen. Man merkt auf jeden Fall, dass es viel angenehmer ist als mit Box-End. Smith geht auch. Ja, da kann man nichts anderes sagen, das ist echt nice. Was kann man noch für Tricks mit den Packs machen? Ich möchte mich jetzt hauptsächlich nur auf die Packs konzentrieren in dem Video, weil ich bin, glaube ich, noch nie vier Packs gefahren. Das ist das erste Mal, dass ich richtig damit fahre, deswegen wird es, glaube ich, ganz cool sein. Boah, so ein Toothpick, also so ein Nose-Manual hier ran, Alter, das wäre echt krass. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir auch drin, auch Grinds und so. Hier haben wir zwar ein Rail, aber das Rail will ich jetzt hier nicht fahren, weil es bockt einfach nicht so. Drin macht mehr Spaß. Deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen einfach mal straight rein. Ich habe richtig Bock darauf. Nehme auch mal kurz meine Kappe mit und dann gehen wir auch direkt rein in die Halle. Okay, wir sind jetzt in der Halle drin und ihr seht schon, wir haben hier auch Ledges und so. Und da vorne, in ein paar Videos davor, als ich grinden wollte, konnte man hier nicht rüberfahren wegen dem Sticker. Aber das werden wir heute machen und ich habe da sehr Bock drauf, Grinds zu machen. 50-50 Grinds. Vielleicht auch so Ice Pick Grinds. Ich weiß nicht, ob das geht. Habe ich noch nie ausprobiert, aber das werden wir auch machen. Blöde ist, wir können einfach gar nicht Resi fahren, weil mit Packs darf man die Resi nicht fahren. Alter, der Roller ist sehr laut. Boah, der knackt ja richtig dolle. Aber Resi, wie gesagt, darf man nicht mit Packs fahren, das ist das Problem. Aber so Stalls, da sehe ich mich auf jeden Fall drin. Das versuchen wir mal. Alter, ist der laut, der Roller. So. Boah, es ist so easy reinzukommen. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen wachsen. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Wachs. Also ich habe jetzt ein Stück Wachs mir besorgt. Jetzt werde ich erstmal die Packs komplett einwachsen. Ich glaube, das hat Alex noch nie gemacht. Er wird sich safe komplett erschrecken, wenn er einfach damit wieder fahren wird und diese Packs komplett am Rutschen sind. Also man sieht auf jeden Fall, wir haben eine gute Schicht drauf. Wir machen jetzt natürlich auch beide Schichten. Und natürlich das Deck auch noch mal ein bisschen. Grinden wir auch noch mal. So, das haben wir auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dadurch können wir jetzt auf jeden Fall die ganzen 50-50 Grinds, die ich machen wollte, auf jeden Fall schaffen. Aber wir fahren natürlich auch den Roller normal. Boah, Junge! Alter, ey, irgendwie, der Lenker ist komplett schief auf einmal gewesen. Bro, seht ihr das? Wie schief dieser Lenker ist? Ach, Alter, also entweder sie klärt nicht richtig oder ich weiß auch nicht, was gerade los war. Ja, rutscht jetzt nicht so krass gut, aber ich glaube, das geht trotzdem. Erstmal ein Feeble Grind hier. Ja, also man merkt auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied mit den Packs als ohne. Man hört es ja auch voll dolle, oder? Alter, das macht echt Bock mit den Packs, Mann. Vielleicht ein Feeble Smith. Wollen wir das mal versuchen? Habe ich auch noch nie gemacht. Boah, ist auf jeden Fall so, dass man es schnell wegrutscht. Aber ich glaube, das ist sogar möglich. Manual? Oh, passt mal, Spin Drop. Feeble Smith machen wir. Vielleicht Feeble Smith Whip oder so. Oh Gott, Alter, das ist gruselig. Wenn man einfach oben drauf grinden möchte, aber dann auf einmal nur mit den Wheels oben drauf fährt. Okay, wenn ich den jetzt nicht schaffe, machen wir auf jeden Fall hinten mal 50-50 Grinds an dieser Quarter, das ist geil. Ja gut, irgendwie kriege ich es nicht hin. Wir machen auf jeden Fall mal hinten an der Quarter diese Grinds, da habe ich Bock drauf. Beim Pushen muss man echt aufpassen, hatte ich immer auch ein Problem. Wenn du pusht, darfst du nicht so nah am Deck sein, weil sonst sollst du einfach hängen am hinteren Pack. Das macht auch keinen Bock. Okay. So. Boah, den würde ich gerne mal mit Ice Pick machen. Aber 50-50 geht auf jeden Fall gut klar. Der Roller lässt sich wirklich sehr, sehr gut fahren. Die Wheels sind smooth. Ich glaube, das ist sogar fast so ein Anacula-Komplettroller. Ich weiß im Ernstsein nicht, aber die Höhe passt. Alex ist ja fast so groß wie ich. Die Packs machen sehr viel Spaß. Mal gucken, was man noch so für Grinds alles hinbekommt. Ja, Smith geht auch. Wenn ich so einen Roller fahre, habe ich richtig Bock. Alter, wenn ich so einen Roller fahre, habe ich richtig Bock, mir Packs zu holen. Beziehungsweise mit Packs zu fahren. Boah, Alter, aber Icepick ist sehr schwer. Versucht mal einen Icepick-Stall in der großen Quarter hinten. Ich habe ihn ja vorhin geschafft draußen, aber hier ist nochmal größer. Oh,
Alter, der war sketchy. Aber der Roller ist auch sehr ausbalanciert. Also man kann sehr geile Manuals machen und Nose-Manuals. Deswegen kann er die auch so gut. Ja. Eiskick, kick, ja. Okay, ich versuche trotzdem noch mal so ein paar andere Tricks wie... Oh, so Fingerhubs habe ich voll Angst. Hier ist komplett gegen dieses Pack zu ballern. Das tut dann safe weh. Aber so als Chill... Ah, hängen geblieben am Pack, das meinst du mit Pushen. Aber so als Chill-Street-Roller finde ich ihn mega geil. Okay, ich versuche noch mal Whip Manual hier. Das Gap. Oh Gottes Willen, nein. So, jetzt aber. Komm. Na, alle guten Dinge sind drei, oder? Ja. Oh, da hätte noch ein Whip reingekommen. Oh, zu 70 to Smith. Auch geil. Alter, ey. Also Manual ist wirklich ein Traum mit dem Roller. Es passt einfach alles perfekt. Also wie gesagt, Racy können wir leider nicht fahren. Holzbox, so richtig Parktricks kannst du echt nicht mit diesem Roller machen, weil es halt hauptsächlich Street ist und die Packs, die sind wirklich ein bisschen schwer. Aber wir können mal trotzdem weitere Nose-Manual-Tricks machen, über Manual-Tricks hier das Pad und vor allem 50-50 Salt. So. Boah, der ist eklig. Okay. Bar-Manual machen wir auf jeden Fall als nächstes. Boah. Boah, aber mit seinem Lenker, der ist ja foliert, vielleicht seht ihr das gar nicht. Aber der ist eigentlich Silber und der ist selber poliert. Und das fühlt sich echt ganz komisch an, hier einfach den Lenker anzufassen. Aber trotzdem geht es. Oh Gottes Willen. Das ist aber Geld. 180 auf die Links. Und dann Half-Cap rein erstmal. Ja, geht auch easy. Jetzt machen wir mal ein 180 drauf. Ja, entweder 360 Nose Manual rein oder 360 Manual rein. Okay, das wird gar nichts. Das wird gar nichts von beiden, alles klar. Okay, nochmal. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall gut sketchy. Vielleicht könnte man auch hier von der Kurve aus auf dieses Ding 50-50 Grind machen. Ich glaube, da hätte ich auch Bock drauf. Ich versuche es mal von da vorne einfach hochzuspringen. Smith oder 50-50 Grind. Erstmal vielleicht Fiebel. Dann schauen wir einfach mal, ob das klappt. Okay, erster Versuch. Mal gucken, ob das überhaupt klappt, ob ich da runterkomme. Oh Gottes Willen. Das ist echt gruselig, Alter. Ich hätte gedacht, dass es einfacher ist, da zu landen im 50-50. Aber man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen, da richtig, richtig reinzukommen. Boah, das ist echt nicht geil. Aber trotzdem will ich es schaffen irgendwie. Versuch es einfach hinzubekommen. Aber es ist echt schwer. Smith vielleicht erstmal. Aber für die Hüfte. Echt, das ist echt gruselig. Man muss richtig ganz hoch springen und dann auch weich springen. Boah, aber das kriegen wir hin. Komm, das schaffen wir. Okay, nächster Try. Boah. Ich hoffe, man sieht, wie komisch das ist, einfach auf diese 50-50 zu landen. Ne? Aber es wird immer besser. Ja, okay, das war jetzt Smith. Aber trotzdem, ey, Smith geht auch. Boah, dieser Roller ist so laut. Smith geht auch. Das ist auch sehr gut. Macht echt Spaß, diesen Roller zu fahren, kann man nicht anders sagen. Also der sieht auch echt gut aus. Außer der Lenker fühle ich jetzt nicht so. Aber ich würde sagen, so für einen Flow-Roller, ja, also ist ein normaler Roller, aber für einen Flow-Roller für mich würde ich ihn schon auf jeden Fall 8 von 10 Punkte geben. Ein Punkt Abzug wegen dem Knatschen hier. Alter, oh mein Gott. Und noch ein Abzug wegen dem folierten Lenker. Das sieht nicht schön aus, Alex, sorry. Versuch mal nochmal. Hier einfach mal gucken, ob das jetzt was wird. Hoffentlich kein Smith wieder. Oder einfach gar nicht drauf springen. Ich muss dafür so schräg anfahren, um überhaupt drauf zu kommen. Aber es muss ja irgendwie möglich sein. Ja, nee, der war jetzt nicht so schön, aber wir lassen den einfach mal gelten. Ich war zwar am Anfang mit dem Wheel oben drauf und nicht mit dem Pack, aber dann bin ich reingerutscht. Allein so kleine Salts wie der hier jetzt zum Beispiel, jetzt macht einfach Bock zum Rumpflauen. Vor allem, wenn man auch so Rails versuchen möchte oder so, glaube ich, ist das Pack auch geil. Also Freunde, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Roller findet von 1 bis 10. Ich finde ihn auf jeden Fall von der 10, finde ich ihn, dass er eine 8 ist. Finde ich trotzdem sehr cool, den Roller. Würde ich sehr gerne auch selber mal so einen Roller haben. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr auch so einen Roller habt, so einen Street-Roller oder so. Und ich würde sagen, wenn ich noch einen Roller testen soll, schreibt von wem in die Kommentare und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute.